Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Ich töte dich. Schön, dass ihr am Start seid. Sie scheint noch ganz schön sauer auf uns zu sein. Oh, traurige kleine Puppe. Also, was ist der Plan? Wir müssen noch ein paar Karten finden. Wir haben aktuell 2 Karten gefunden. 4 Stück gibt's. Wir müssen halt bloß immer mal schauen, wo die Gute rumturnt. Ich habe nämlich gar keinen Bock auf Überraschungen. Ich finde das cool, dass man es dann immer noch ein paar Sekunden sieht. Wir müssten halt eigentlich bloß mal noch... Oh, hier ist... Nee, hier war der erste Spiegel. Stimmt. Ja, wir müssten halt bloß mal noch ein paar Spiegel finden. Dass wir die auch für immer loswerden. Ich lach dich nicht aus. Erzähl nicht so einen Quatsch. Guck mal, hier vorne kommt sie bestimmt gleich rum, oder? Nee, die ist noch dahinter. Das heißt, wir müssen jetzt diesen machen. Komm her, meine Gute. Uhu. Hä? Warum sieht die mich nicht? Hallo? Hallo? Muss doch gleich vor ihr stehen. Sag ich doch. So, fort mit dir. Ab. Also wir können die hier auf jeden Fall immer hin und her jagen. Jetzt sind wir bloß wieder genau da, wo wir rausgekommen sind. Also das Gelbe sind auf jeden Fall die Kassen. Das Blaue ist vorne der Einkaufswagen, oder? Nee, das ist hier vorne irgendwas. Okay, ganz weit hinten. Wir können ja mal gucken. Wir haben ja hier, glaube ich, erstmal Ruhe an den Kassen. Wir haben 1 Euro und wir haben 2 Euro. Wir brauchen 4, das heißt, das kriegen wir schon hin. Erstmal die Theorie überprüfen. Ob das hinhaut. Homer Card. Und nochmal Homer Mart. Die Homer Mart Card. Jawohl, Homer Mart Münze. Wir haben es hingekriegt. Wir brauchen doch bestimmt nur eine, um an den Einkaufswagen ranzukommen. Hier ist die auch nicht, oder? Glaub nicht. It's a lock with a coin success. Sehr gut. Boah, ich dachte gerade, da steht jemand. Erhöht deine Gesundheit mit jeder dritten Pille. Okay. Damit haben wir Gesundheit erhöht. Cool. Wir sind voll damit. So, dann lasst mal noch den anderen Quatsch angucken. 3,99 kriegen wir auf jeden Fall noch nicht hin. 2,50 auch nicht. Wir kriegen nur gerade Zahlen hin. 5 kriegen wir hin. Also zweimal die Homer Mart, einmal die normale. Bum. Sehr cool. Das heißt, wir könnten eigentlich hier vorne an den Automat rangehen. Ich habe nur gerade wieder ein bisschen Angst, dass die Tintenklecks-Dudes am Start sind. Wo war denn der? War der Mitarbeiterraum? Jo, hier war er. Wir müssen aber nochmal hinter, weil wir den Strom abstellen müssen. Ich glaube, die sind nicht mehr da. So, wir brauchen den Mitarbeiterraum. Manager Room. Nee, nicht Manager Room war es nicht. Staff Room, S. Wir hätten auch einfach die Übersetzung anmachen können. Aber ja, ich hatte recht, S. Das heißt, da Strom raus. Dieser komische Typ hier, wo ich dachte, der ist... Der Geschäftsführer hat sich auch lange nicht blicken lassen. Bin nicht traurig drüber, der hat mich echt öfter mal erschrocken. Umkleide, waren wir auch noch nicht drin, oder? Es hat einen kleinen Coin, der funktioniert. Es hat den Coin aber nichts passiert. Jetzt. Damn thing still owes me. Ach Quatsch. Die Münze gefressen. Still owes me. Na super. Ist immer das Beste, was passieren kann. Damn thing still owes me. Ist mir schon so oft passiert im Leben. Ist immer sehr, sehr ärgerlich. So, was haben wir denn hier? Ach doch, wir waren hier schon drin. Entschuldigung. Okay, na, ich würde sagen, wir versuchen mal noch die restlichen 2 Münzen aus den Kassen herauszustibitzen.
Wir gucken mal kurz, wo die Olle sich rumtreibt. Ich sehe sie gerade noch gar nicht. Wir waren ja hier und wir haben die darüber gelockt. Ich glaube, die ist darüber gegangen. Da ist sie. Da hinten schwirrt sie rum. Also wir können noch komplett in den Bereich hier. Ich will trotzdem noch mal kurz gucken. Ich habe jetzt echt immer Angst. Weil wir halt leider auch... Weil wir halt leider auch bloß noch so wenig Leben haben. Ich weiß halt absolut nicht, wo der letzte Check... Kacke. Nee. Ich weiß halt absolut nicht, wo der letzte Checkpoint ist. Ich habe jetzt die gestrige und die heutige Folge zusammen aufgenommen. Weil ich hier nicht abbrechen wollte. Da das Spiel halt immer so sehr sporadisch speichert. Wir sind wieder hier. Okay. Das war die Tür, wo wir bloß durchkommen, wenn wir nicht hingucken. Geil. 50 Cent Postkarte. Das war die Werbung. Fotoautomat. Können wir auch eine Münze reinpacken. Gut, wir haben noch keine. Da kommt dann also die dritte Münze rein, wo die vierte hinkommt. Müssen wir dann mal schauen. Ich finde das übrigens vom Spiel sehr, sehr geil gemacht, dass auch die Musik halt einfach so ein bisschen wechselt. Also man merkt halt einfach, ist man gerade in Gefahr oder nicht. Kommt natürlich immer trotzdem mal ein Erschrecker rein. Also sobald die Tintenklecks-Dudes kommen, da weißt du Bescheid. Und wenn wir hier in der Nähe von der Ollen sind... Boah, das war bloß ein Schatten, ne? Nee, die, das sind wieder die Puppen, die hier rumrennen. Oh, sie ist, glaube ich, ganz in der Nähe. Nur, da ist sie doch. Hallo? Hallo? Boah, ich weiß nicht, wo ich langlaufen muss. Uhu. Hier bin ich. Guck mal. Und weg mit dir. Wo ist sie hin? Da drüben, Richtung Kantine. Aber ein ganzes Stück weit weg anscheinend. So, ich würde sagen... Ich muss mich mal kurz orientieren. Hier sind die Kassen. Wir gucken mal, ob wir schon die nächste aufkriegen. Wir haben jetzt die Postkarte von Meyer Pharmaceuticals. 50 Cent. Das heißt, ich glaube, die hier... Nee, Moment. Die haben wir leer gemacht. Die auch. Die hier. 2,50. Genau. Das ist der Item-Scanner. It's an item scanner. Bam, da haben wir die nächste. Ich leide doch schon. Ja, ich auch hier drin. Wegen dir. Muss ich jetzt leiden, weil du gelitten hast? Eigentlich auch ein bisschen unfair. Wo ist sie? Okay, sie scheint weiter weg zu sein. Leuchtet noch irgendwas Blaues. Irgendwo da hinten. Wieso denn das? Hallo. Alter, warum kamen die jetzt... Kamen die jetzt hier auf einmal aus dem Boden raus? Das ist ja fies. So, ich würde gerne nochmal zur Eingangshalle. Da müssen... Oh, oh. Nein, nein. Da ist er. Oh, die ist aber aggro jetzt. Hau ab. Ja, die geht wieder genau da hinten hin. Da ist sie. Wir müssen halt... Oh Gott, jetzt war sie aber nah. Schnell weg hier. Jetzt ist sie wieder da drüben. So, wir haben noch eine Münze und wir haben hier einen Fotoautomaten. Einmal bitte lächeln. Oh Gott. Ehrlichkeit, sein Vater. So. Ah, ein Bild. Oh nein. Nein, ich möchte nicht hinter mich gucken.
Ah, okay, hier liegt was. Irgendwas klopft. Komisch, look behind you. Ach so, das ist bei dem Foto jetzt rausgekommen. Okay, sorry. Stand gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich dachte jetzt einfach so von wegen, guck halt hinter dich, aber das war ja das Foto von uns. Ah, so sehen wir also aus. Auch mal interessant zu wissen. Okay, also der Typ war mal wieder da. Aber anscheinend macht er nichts. Entweder ist er nicht böse. Oder wir werden es später noch sehen. So, wo hängt die schon wieder rum? Irgendwo da hinten. Ich würde jetzt gern nochmal gucken, ob das wirklich die Spiegel sind. Aber ich glaube ja. Ja, stimmt, wir hatten ja letzte Folge den einen Spiegel gesehen. Guck mal, da ist sie. Wo ist sie? Ich dachte nicht, dass sie durch Glas gucken kann. Warum auch? Geister können sowas nicht. Also, uns fehlt immer noch eine Postkarte. Dann haben wir aber auch das Rätsel geschafft. Wo ist die Gute? Ich will mich verstecken. Na, mach doch. Sieht irgendwie nicht aus, als würdest du dich verstecken. Rennst mir hier die ganze Zeit hinterher. Wo ist sie? Da drüben ist sie. Ja, guck dich an und verschwinde. Wir müssen irgendwie noch hier drüben reinkommen, würde ich sagen. Hier geht ja auch immer mal dorthin, aber... Die Batterie können wir jetzt bestimmt gebrauchen, das wissen wir schon. Hier kommen wir nicht durch. Hier war der Info mit dem Kompressorraum, da wissen wir ja, wo es lang geht. Wir können jetzt noch mal kurz gucken. Ne, der Spiegel leuchtet nicht. Also sind das anscheinend doch keine Spiegel. Was ist das dann? Oder sind doch Spiegel, aber alle noch im Nebenraum? Not my fault, I'm a monster. Frag mich, wo... wo ist die? Wo ist die, wo ist die? Hey, die ist doch noch... Jetzt. Also irgendwas hat hier auf jeden Fall heftigst eingeredet, dass sie extrem hässlich ist. Wir hatten ja bei dem Tonband vorhin, oder wir sind ja eigentlich noch im Tonband, aber am Anfang des Tonbandes hat sie ja gesagt, I need more of this. Ja, kriegst du. Bam, geil. Das hat sich mal richtig gelohnt. Scheiße. Boah, zum Glück finden wir die immer so relativ schnell. Wir sind fast wieder voll. Das hat gerade richtig gut getan, hier lang zu gehen. Und ich habe auch so mittlerweile die Angst vor ihr verloren. Weil ich halt einfach weiß, Scherbe hoch. Olle weg. So. Boah, hau ab. Wo bist du schon wieder? Da hinten guckt sie rum. Warst du das? Samantha? Hä? Errungenschaft freigeschaltet bei Steam. Bitte recht freundlich. Ach, das kann ich wohl mit den Stift- und Haftnotizzettel machen. Ich habe mich jetzt gewundert, warum dieses Augensymbol da war. Probieren wir bei der nächsten Puppe gleich mal aus. So, also was haben wir da hinten? Wir haben die Milchabteilung. Da müssen wir irgendwie hin. Hier müssten wir irgendwie durch. Kann ich das... Der hat kurz angefangen zu singen, hat doch wieder aufgehört. Stimmbruch bekommen, spontan, als Frau. So, komm. Ich bin direkt hinter dir. Können wir die anarschen? Hallo. Anarschen. Hey. Hallo? Rumdrehen will ich mich jetzt auch nicht. Irgendwie hat sie... Hat keinen Bock. Ich bin doch direkt hier. Guck mal. Hä?
Vor allem, was hat die in der Hand? Geht die am Handy rum? Oder vielleicht auch selber einen Spiegel, obwohl sie... Sie rennt ja weg, wenn wir einen Spiegel hinhalten. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Ich weiß es nicht genau. So, ich habe das Gefühl... Wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Weil es an der letzten Postkarte scheitert. Die ich leider immer noch nicht gefunden habe. Leuchtet denn da zum Beispiel so grün? Das ist gelb, das sind die Kassen. Das wissen wir schon. Hier war bloß der Zettel drin. Hier ist auch absolut nichts mehr in der Nähe. Wir kommen halt leider nicht weiter. Also hier ist Schluss. Hier war die Tür zu auf jeden Fall. Hier vorne kommen wir in den Kassenbereich. Den haben wir auch schon durchsucht. Die Eingangshalle haben wir uns komplett angeguckt. Der Aufenthaltsbereich hier ist auch komplett... Oh nee, doch nicht. Man findet doch immer mal wieder irgendwo was. Aber... Wo ist sie? Da kommt sie. Hallo. Hallo. Ich glaube, es ist ein Spiegel. Aber schwer zu deuten, man sieht es nicht gut. Ich renne aber auch durch alles durch, ne? Gut, also der ganze Bereich hier vorne ist auch abgearbeitet. Das heißt, es kommt eigentlich nur noch hier hinten. Vielleicht können wir es doch noch nicht machen und müssen erstmal in den Kompressorraum und kommen dadurch vielleicht irgendwie hier in die Abteilung. Wäre jetzt das Einzige, was ich mir gerade noch vorstellen kann. Oder die kleine Karte liegt irgendwo hier versteckt und ich habe sie noch nicht gefunden. Brauchen ja auf jeden Fall noch irgendwas mit 1,99 oder 99 Cent. Irgendwas so in der Richtung. Ja, also wir sind auf jeden Fall durch. Gut. Werbe wieder aus der Hand raus. Hier waren wir ja jetzt überall. Ja genau, hier war der Drucker mit dem Fax. Passt. Würde ich sagen, auf in den Kompressorraum. So, ey, er hat auch eine Sticky Note bekommen. Ah, das ist dieselbe Puppe anscheinend. Danke dir. Aber witzig mit den Zetteln. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass ich diesmal das hinkriege. Jo, perfekt. Irgendwas liegt hier noch. Battery. Ah, wir sind wieder bei 85 Leben. Okay, kriegen wir kaputt. Das heißt, ganz am Anfang in dem Müllraum oder wo auch immer wir da waren, kriegen wir auf jeden Fall auch das Ding kaputt. Wenn wir dann fertig sind mit dem Tonband hier. Holen wir uns das auf jeden Fall auch noch. Oh, kleiner Ziegelstein, bisschen Müll, was sich alles halt so ansammelt. Kriegen wir das hier kaputt? Boah, was war das? Nee, das geht nicht kaputt. Hätte eigentlich erwartet, dass ich hier erschreckt werde. Passiert meistens in Lüftungsschächten. Boah, ich höre irgendwas hinter mir. Aber es ist tatsächlich nichts da. Okay, also anscheinend... Oh Gott. Scheiße, ich sag's noch. Oh, da war der Gute wieder. Oh, wirklich, ich war so voll. Das sah schon aus wie Ende hier, ne? Ich dachte mir, komm, okay, läufst halt noch die 2 Meter. Da war er da. Puh, gut gemacht. Gut gemacht, liebes Spiel. So, wir müssen wieder hier runter. Überleben wir das? Ah, da ist auf jeden Fall schon mal der nächste Spiegel. Und wir müssen direkt schon wieder ein Folgenende machen. Dann würde ich sagen, wir springen hier nicht runter. Das bleibt schön der Cliffhanger für nächste Folge, wie es hier weitergeht. Nochmal ein guter Erschrecker am Ende. Wir sind soweit ganz gut vorangekommen. Die letzte Münze fehlt noch und dann schauen wir mal, ob wir die vielleicht hier finden.
Morgen 16 Uhr geht's weiter, bis dahin. Macht's gut.